Welt sei mir gegrüßt, hier ist der echte Daniel auf YouTube, in der Nähe von Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, auf meinem kleinen Motorrad. Und heute schaut mal, was ich euch da mitgebracht habe. Das Ride Connect Link, ich kann mir diesen Namen nicht merken, verdammt, versaut. Egal, ein anderes Motorradnavi als Kadimoto, das will ich heute mal ausprobieren. Und bei Couch-Erfahrungen mit Handy rumspielen nicht so das Wahre sind, gerade bei Motorrad-Apps. Heute mal eine Live-Analyse, ich sitze natürlich später auch noch am PC und schaue mir das Ganze auch nochmal ein bisschen detaillierter in Ruhe an. Aber jetzt will ich erstmal rausfinden, was das hier so für Abenteuer mit sich bringt. Und deswegen fahre ich jetzt erstmal zu Chris. Und wir schauen nun mal an, was man hier schön zusammenfahren kann mit dem Navi. Also, los geht's nach dem Intro. Also während die Ampel hier rot ist, kann ich schon sagen, was mir nicht gefällt ist, dass das Display so überladen ist. Also ich erkenne gar nicht richtig, was ich so als Info habe. Also hier dieses kleine, nehmen Sie die zweite Ausfahrt im Kreise. Das geht dann doch schon sehr unter. Also jetzt, weil ich noch am rechts abbiegen war, jetzt ist da links ein bisschen größer. Aber die Karte an sich ist, also auf den ersten Kilometern war die immer so ein bisschen arg hinten dran. So 200 Meter hinter meiner echten Position. Und das sorgt schon für Irritierung. So im ersten Moment. Aber auch, dass die Hälfte hier unten von Kilometer zum Ziel und vermutlich verbleibende Zeit hinterlegt ist. Das also optisch gefällt mir das noch nicht so. Und es gibt leider keine Option, das zu verstellen. Aber dafür oben rechts diese E-Call-Funktion. Ich habe da vorhin auf dem Sofa mal aus Spaß drauf gedrückt. Da wird direkt der 112 angerufen, also ohne Vorwarnung. Das fand ich auch ein bisschen befremdlich. Also es hat hier kein Shape Connect integriert oder sonstiges. Unfallerkennung, das ist wirklich jetzt nur Tracking und Navigation, wenn ich die App richtig verstanden habe. Und soll ganz tolle Features haben, wenn man zusammenfährt, dass man da anzeigen kann, wer aufs Klo muss, wer tanken muss und so weiter. Das schauen wir uns jetzt gleich mal an im Detail. Wenn ich beim Chris bin. Kleine Straßen findet die App zumindest auch. Aber was ich ein bisschen schwach finde, ist, dass du keine Ansage hast. Ich habe nichts gefunden in den Optionen. Also es kann sein, dass ich es übersehen habe, aber ich hatte mich auch gewundert, dass du quasi nicht, also Lautstärke-Optionen oder sowas im Menü nicht hast, extra. So, willkommen zurück zu Hause und ich möchte jetzt mal ein bisschen von meinen Erfahrungen mit der Ridelink-App hier weitergeben. Und ich bin gerade irritiert, weil ich habe jetzt garantiert diese App schon 5-mal gestartet und jetzt wurde was eingeblendet, was mich gestern sehr geärgert hat. Denn wir haben mit der Funktion Zufallsroute auswürfeln eine Tour gefahren, die an sich von der Komposition, von der Wegführung super war. Es hatte auch diese kleinen Ausbeuler ab und zu, wie Kalimoto das auch macht, also nicht besser an der Stelle. Aber diese Funktion, die gerade eingeblendet wird, aktiver Ride gefunden, nochmal fortsetzen. Das hat mir gestern gefehlt, weil wir haben gestern, nachdem wir die halbe Tour gefahren sind, haben wir ein Päuschen gemacht, haben es genossen, dass an einer Stelle am Feldberg, am Roten Kreuz, der Biergarten offen war, haben ein alkoholfreies Kaltgetränk zu uns genommen und wollten weiterfahren. Und ich hatte keine Funktion gefunden, die Route zu pausieren auf dem Handy. Und deswegen habe ich einfach mein Display ausgemacht, habe das Handy einen guten Menschen sein und ein gutes Handy sein lassen. Kam zurück zum Motorrad, wollte es wieder einschalten und denke mir so, super, die Route ist weg. Das ist doof. Und man hat auch die Möglichkeit, das ist ja eine der Hauptfunktionen dieser App, dass man zusammenfahren kann. Das heißt, man kann diese Route anderen Leuten teilen und kann dann zusammenfahren. Coole Sache. Und wenn man dann zusammen fährt, kann man auch
mit drei Buttons miteinander kommunizieren. Man kann sagen, ich muss pinkeln, ich will Pause oder ich muss tanken. Wo man auf Smartphone dutscht. Ich bin jetzt nicht so der Freund vom beim Fahren auf Smartphone dutschen, aber was soll's. Manche brauchen das, weil sie keinen Funk haben. Wir haben Funk, also haben wir so kommuniziert. Und auf jeden Fall, ich hatte diesen Link per Messenger verschickt und habe mir dann gedacht, so, oh, dann klickst du vielleicht auf den Link drauf, vielleicht kann ich es damit fortführen. Nee, ging auch nicht. Und das hat uns so ein bisschen geärgert, weil wir sind dann anders nach Hause gefahren und so weiter. Ansonsten, dieses Zusammenfahren ist eine coole Sache. Und jetzt habe ich das Problem, jetzt steht jetzt hier mein Motorrad auch noch eigentlich am Feldberg. Aber was soll's. Das Zusammenfahren ist von der App an sich so das Kernfeature, was ich cool finde, auch wenn man, wie gesagt, über diese drei Schaltflächen miteinander kommunizieren kann, um schnelle Sachen mal abzusprechen. Coole Sache. Wie gesagt, Routenführung auch gut. Und ansonsten ist, wie ihr da unten schon seht, Batteriespannung, Reifendruck und so weiter. Eigentlich Geld macht diese Firma aus Frankfurt, hi, Grüße, damit, dass er euch ein Gerät verkaufen will für 399 Euro, dass ihr an euer Motorrad anschließt, an den CAN-Bus und verschiedene Sachen. Link mache ich auf alle Fälle unten rein. Und darüber mehr Informationen über euer Motorrad zur Verfügung habt, als wenn ihr einfach nur drauf sitzt. Wie zum Beispiel, wenn ihr Luftdruckverlust habt und noch Sensoren dran gemacht habt oder Batteriespannung und so weiter. Und darüber gibt es dann auch so Notfall, Shape Connect ähnlichen Service, der gerufen werden kann, also Sensorik, Diebstahlschutz und so weiter. Muss, wie gesagt, hart verdrahtet werden ans Motorrad. Damit habe ich mich jetzt offen gesagt nicht beschäftigt in der Tiefe. Nur so viel wie, das ist das Hauptkerngeschäft dieser Firma. Ich beschäftige mich jetzt hier mit der Navi-App. Und nicht mit der Hardware, nur dass es mal gesagt ist. Und sagen wir so, bei der Navi-App an sich hat mir auch nicht gefallen, dass das Display so überladen ist. Habe ich eben gerade schon mal gesagt auf dem Motorrad. Man weiß nicht so richtig an manchen Stellen, wo muss ich abbiegen. Gerade wenn man so kompliziertere Kreuzungen hat, wo man links so V-förmig scharf links oder scharf rechts abbiegen kann und die Straße trotzdem, die Hauptstraße noch einigermaßen geradeaus geht. Ihr kennt solche Stellen. Da guckt man doch gerne mal aufs Display und wundert sich. Ansonsten, wenn man die Route verlässt, springt sie wunderbar schnell um auf alternative Route. Fand ich gut. Das Gesamtbild der App beim Navigieren wurde halt auch nicht besser dadurch, dass es keine Sprachansagen gibt. Also, man darf mich gerne kommentieren. Leute, die diese App benutzen, auch gerade mit der Hardware, schreibt mir bitte unten in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe. Weil, wenn ich hier navigiere, gibt es nichts, was ich machen kann. Ansonsten, wenn ihr damit navigieren wollt, geht hier als erstes auf die drei Punkte und macht Autobahn vermeiden und mehr Kurven an. Ansonsten sind die Zufallsrouten auch nicht so wirklich schön, habe ich festgestellt. Was ich auch nicht so toll fand, war, wenn ich jetzt eine Route teile, so zum Testen und so weiter, steht die direkt online für alle sichtbar. Das heißt, nicht nur mit der Person, mit der ich sie teile, sondern auch mit allen anderen Nutzern dieser App. Und da man gezwungen ist, seinen vollen Namen anzugeben, habe jetzt hier Vorname, Nachname, bisschen gefaked, steht auch voll mit drin. Finde ich auch nicht so super. Man könnte sich zumindest ein Nickname oder sowas machen. Klar, Namenpflicht, Befürworter hin oder her. Was jetzt halt cool ist, dass man hier auch Routen teilen kann. Das heißt, ich habe hier eine Übersicht, wo andere Leute was gefahren haben. Ich scrolle hier mal schnell drüber, dass ich nicht so viel verpixeln muss. Das funktioniert soweit auch. Ich habe eine Übersicht über meine Fahrten, die ich gemacht habe. Und das sind schon die ganzen Funktionen der App. Also ich kann hier auch noch andere Motorräder auswählen. Das heißt, wenn ich mehrere Motorräder habe, was wiederum mit der Hardware Sinn macht. Wenn ich jetzt mehrere von den Kästchen gekauft habe, kann ich sagen, mit welchem ich fahren möchte. Macht Sinn, aber so für jetzt fahren, meinetwegen. Also es hat mich nicht so überzeugt. Was ich auch nicht cool finde, ist hier diese Funktion. Wenn ich jetzt, ich habe gestern schon das Problem gehabt, zu navigieren, wenn ich wohin möchte mit dem Straßennamen, ich gebe den Straßennamen ein, dass die App da gar nichts gefunden hat. Das heißt, ich konnte das wirklich nur so durch Klicken auf der Karte einfügen. Und habe da hier die gescreenshottete Fehlermeldung bekommen, wenn ich was gesucht habe. Jetzt hat es funktioniert. Gestern hat es so gar nicht funktioniert. Also da konnte ich Straßennamen eingeben. Noch und nöcher.
So, jetzt will ich hier einen Wegpunkt hinzugeben. Machen wir doch mal hier irgendwo reinzoomen. Machen wir doch mal hier den Heinrich-Heine-Weg. Kann ich hier reinklicken? Kann ich reinklicken. Das geht. Und ich kann den jetzt auch noch hier, wenn ich draufklicke, mit dem Finger verschieben, kann den als Ziel machen. Was jetzt nicht geht, ist, dass ich jetzt hier reinklicke und den Punkt verschiebe. Also das geht nicht. Finde ich praktisch, geht aber leider nicht. So, was machen wir jetzt? Empfehlung oder nicht? Ich tendiere aktuell nicht zur Empfehlung. Also wenn man die Hardware nicht besitzt, natürlich, wenn man sich die Hardware anschaffen möchte und die interessant findet wegen der Sensorik und so weiter, ist es eine ganz andere Geschichte. Aber ich sag mal so, für Freebie-User, die aus Geiz sich ein gratis Navi aufs E dabei Smartphone machen wollen, so wie wir alle, würde ich die App jetzt momentan dem Status nicht empfehlen. Zum einen die Geschichte, dass die Navigationsübersicht, also gerade im Querformat, sehr unübersichtlich ist, ist für mich jetzt eigentlich schon ein Totschlagargument. Im Hochkant, Chris hat es im Hochkantformat benutzt, ist es ein bisschen besser, aber er fand es auch nicht wirklich toll, da, wie die Sachen da gezeigt wurden und so weiter. Man hatte ein Leck drin, das heißt, ich war schon über eine Kreuzung drüber und auf dem Display bin ich eigentlich noch Richtung Kreuzung gefahren. Das heißt, so teilweise so 100 bis 200 Meter hinten dran fand ich nicht wirklich gut. Andere Apps auf dem Handy kriegen das hin. Für die technischen Details, das ist ein OnePlus 8, das ich mein eigen nenne, mit Android 11. Also Funktionen wie dieses Zusammenfahren, dass ich die Route teilen kann mit meinen Leuten, dass ich sehen kann, wer dabei ist, wer mitfährt und dann über diese Buttons klicken kann, wer aufs Klo muss, wer tanken muss. Coole Sache, wenn man kein Headset oder kein einheitliches Headset dabei hat. Coole Sache, coole Gedanken und so weiter. Aber wie gesagt, so Sachen werden ja auch immer weiterentwickelt. Ich werde mir das in der Zukunft bestimmt auch nochmal angucken. Aber im aktuellen Status gefällt mir die App nicht so gut. Falls euch mein Kanal gefällt, falls euch dieses Video gefallen hat und so weiter, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ihr könnt mal Kommentare reinschreiben, was ich jetzt bei der App versaut habe, was ich falsch gemacht habe. Kann ja auch sein, kann ja auch sein. Und ansonsten würde ich mich auch über ein Abo freuen. Und bis dahin, fahrt vorsichtig, passt auf euch auf. Euer Daniel. Ciao.